Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Guide von Sekiro Shadows Die Twice. Wie ihr im Titel schon seht, kann man hier eigentlich die Hälfte überspringen. Ich wollte ihn zuerst mal natzen da. Scheiße, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte euch zuerst zeigen, was ihr überspringen könnt. Ich bin gerade im zweiten New Game Plus. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ich bin schon durch. Ich bin nur noch euch den Scheiß hier am zeigen, weil der mir wichtig ist, dass ihr wisst, dass man die Hälfte hier einfach überspringen kann. No, kämpft mit euch selbst. Nee, oder? Hier wird nicht bei mir gekämpft, Mann. Sorry, Bruder. Reisen. Also, was könnt ihr überspringen? Wisst ihr was? Das ist mir zu gefährlich mit den Tanten da. Fängt ja schon mal gut an, ne? Reisen. Also, ihr könnt das hier alles überspringen. Tal unter dem Schrein, versunkene Tal, Kanonenfestung, Spalthöhle, Bodhisattva-Tal und Wächteraffen-Wasserstelle. Warum man das überspringt? Ganz einfach, bis dahin ist es ja ein ganz schöner Weg und ein Speedrunner hat 24 Minuten 55 Sekunden gebraucht, um das ganze Game zu clearen, indem er ultra viel Weg gespart hat mit einem Glitch. No? Also wenn ihr das erste Mal jetzt dran seid, macht den Scheiß nicht. No? Macht ihn einfach nicht. Ist unnötig, meiner Ansicht nach. Weil man muss das Ganze natürlich auch ein bisschen erkunden. Oh, scheiße. Ja gut, macht nicht viel. Dein Ernst gerade? Ja moin. War da gerade nicht was? Ach so. Ja, aber da will ich nicht hin. Ja, moin. So. Wieder auf dem Pfad der Gerechten, wa? Ich muss da hoch, Mann. Zur Hölle. Zum Glück habe ich mir den Shortcut hier freigemacht. Sonst RIP, Mann. Ach ja, ich kann einfach von hier aus. Ah, scheiß doch, die wandern. Wisst ihr was? Trick 77 anwenden. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, das funktioniert nicht. Und vielleicht so? Hä? Also, RIP, mein Bruder, so. Warum lasse ich das in der Folge drin? Naja, weil lustig eben. So, ihr müsst jetzt hier auf den Baum hoch. Die könnt ihr getrost sein lassen. Und ihr werdet auch merken, warum. Ich habe einfach zu voreilig reagiert, weil der kann mit seiner scheiß Glocke durch die scheiß Mauer durchhauen. Scheiße, ich musste auf den Ast. Also, ich habe jetzt schon etwas über einen Tag nicht mehr den Scheiß gemacht, ne? Ich habe natürlich schon an einem Ort gespeichert. So. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr hier Anlauf nehmt und dann rechts wegspringt. So, hier durch. Und dann slidet ihr hier hin. Jetzt müsst ihr nur noch gucken, wo ihr Stand habt. Und das habt ihr nur hier an den Rändern. So, hier.
Jetzt müsst ihr was sehen, ne? Sonst RIP. So, danke. Und jetzt müsst ihr von dort drüben, wenn ihr hier rüber slidet, einfach den Weg bis hierhin bahnen und dann springt ihr da volle Kanne durch. Guckt euch das an. Ja, moin. Ich werde es ab hier ein bisschen schneiden, weil ich glaube, das hier kriege ich nicht gerade auf Anhieb hin. Und wenn doch, werdet ihr es hören gleich mit einem Jubelschrei. Nö, ich bin durchgefallen. So, was macht man jetzt? Normalerweise, ne? Hättet ihr alles verloren, aber so eben nicht. So würdet ihr einfach an einem Punkt wieder rauskommen, bevor das Ganze da mit dem Glitchen anfing. Aber wenn ihr mal unten angekommen seid, werdet ihr immer an diesem Punkt hier rauskommen, wo ich euch gerade hier zeige. Alles herunterladen vom Online-Speicher. In den Systemspeicher runterladen, weil das mache ich sicher nicht nochmal, dass ich genau dort rauskomme. Deswegen müsst ihr raus, weil sonst, wie gesagt, verliert ihr. Ihr verliert natürlich Geld, ihr verliert EP. Und das wollt ihr ja nicht für den scheiß Glitch. Aber falls ihr ihn machen wollt, der ist ziemlich tricky. Dann müsst ihr das so machen. So. Ich verlinke euch auch noch den Dude, weil der ist einfach der Burner gewesen, weil er hat First Try gemacht. Alles. Instant. Und wenn ich das geschafft habe, wo er war, im Wasser, weil ihr schwimmt sogar zum Sempo-Tempel, ne? Dort, wo die Affen waren. Ne? Und das ist dann crazy shit. Er hat die Affen im Schwimmen alle gekillt. Das ist schon mal äußerst heftig. Und ihr habt ja die Glocke nicht, das heißt, ihr könnt nicht zurücksetzen, wenn irgendwas schief geht. Ja, Pech gehabt, wa? Müsst den ganzen Weg wahrscheinlich nochmal machen, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall alles First Try gemacht. Und hier seht ihr, wo ihr dann rauskommt. Ist eigentlich easy. So, jetzt könnt ihr wieder drauf losspringen. Hier in die Ecke. Dann schön gegen die Wand drücken, ne? Sonst fallt ihr hier runter und dürft schon wieder neu laden. Und dann etwa so. Nein, ich bin wieder... Ihr seht, wo man landen muss, ne? Das ist jetzt eben der trickige Stuff hier. Und ab hier werde ich jetzt schneiden. Deswegen, wir hören uns wieder, wenn wir im Wasser sind. Weil dann bin ich so gut wie safe. Dann kann mir nichts passieren. Hoffe ich. Und sonst einfach Safe State laden, dann läuft der Kack wieder. Weil ihr könnt wirklich durch die Mauern, ihr kommt an so vielen Orten vorbei, ihr müsst dann sowieso das so euch wieder zurück irgendwie, ne? Also das Game, aus dem Game raus, wieder rein und so, ne? Aber wenn ihr nämlich runterfallt, geht die Optionstaste nicht, das heißt, ihr werdet automatisch... Na? No. Sterben, wenn ihr den Scheiß nicht macht. Und ansonsten habt ihr einfach die Fehlermeldung und dann könnt ihr wieder rein hier. Und es kann euch absolut nichts passieren. Und es hat auch keine schädlichen Nebenwirkungen auf euren Spielstand. Also, ist einfach nur, weil ihr lustig seid. Wenn ihr es besser hinkriegt als ich, dann umso besser, aber... Ich zeige euch hier nur, wo man genau abspringen muss, weil das hier ist eben auch so tricky. So, durch die Wand. Ja, seht ihr, jetzt konnte ich nicht abspringen, weil ich ein bisschen falsch gestanden bin. Und das sind halt die kleinen Tücken, wenn ihr da nicht richtig steht. Ich zeige euch nur ungefähr, wo man stehen muss. Ich zeige euch jetzt noch ein letztes Mal und dann verabschiede ich mich vorerst. Dann hören wir uns wieder, wenn ich den Glitch geschafft habe. Soweit, dass wir nicht mehr irgendwie was falsch machen können, groß gerade. Und dann zeige ich euch, wie man die Blume hier mitnehmen kann, die man braucht eben, um bei Kurono zu landen oder eben, wo es dann weitergeht, um zum Sempo-Tempel zu gelangen, weil den braucht ihr natürlich, ne? Den braucht ihr natürlich,
Weil ohne diese Affen, also Wandschirmaffen da, kriegt ja die Ding nicht. Die sterbliche Klinge. Könnt ihr zwar erst abholen, wenn ihr Genjiro Ashina besiegt habt, aber das ist dann nur noch ein Port dorthin, ne? Dann habt ihr das alles schon hinter euch. Ich habe Angst, nämlich, dass ich runterfall, wenn ich da was falsch mache. So, deswegen bin ich hier gerade schnell mal gesprungen. Ja, seht ihr, genau davor habe ich euch gewarnt. Das ist auch noch so ein. Ich mache jetzt alles, was ihr nicht machen solltet, ne, in dem Part. Diesem kurzen kleinen Anfang, der gerade schon 10 Minuten geht. Und ihr seht schon, wo überall die trickigen Stellen lauern. Und was alles schief gehen kann. Also wenn ihr euch die Mühe machen wollt und einfach just for fun mal da durchglitschen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Definitiv. Macht's dem nach, Mann. Und wie gesagt, ich verlinke euch den Dude noch, weil, wie gesagt, das ist für mich over 9000 können. Das ist Skill, den ich wahrscheinlich nicht erbringen kann. Sonst bringe ich es halt einfach so hoch und dann, jo. Guckt euch das Ganze im Endgame an. Ich wollte euch einfach den Anfang reinknallen und euch zeigen, dass es wirklich noch geht oder dass es überhaupt geht. Weil natürlich, wenn das andere so machen, dann denkt man, jo, das ist irgendwie er cheatet, ne? Nee, der cheatet nicht, der glitcht. Wie bei Pokémon oder so. Er glitscht sich durch die ganzen Wände und wir sind einfach in der Ashina Talsperre. Und Sprung. Ja, jetzt bin ich. Ja, wir haben es geschafft. Nein! Ja, geil, ey. Das war echt nicht so geplant. Aber wie gesagt, wir sehen uns, wenn ich da im Wasser bin, weil von da ist es nur noch ein Katzensprung bis ins Wasser. Leider kann ich da kein Safe State machen. Sonst würde ich den glatt schon machen, definitiv. Aber komme ich jetzt immer noch, weil jetzt bin ich eine Etage weiter unten. Heißt es jetzt, ich komme, das möchte ich jetzt euch auch noch gerade zeigen, wo man sonst noch rauskommt. Und deswegen macht ein Safe State, wenn ihr, merkt, oh, jo, ich komme jetzt immer wieder da an. Skippt euer Spiel, also geht raus. Na, speichert mal eine Runde. In den Online-Speicher natürlich upload, also, na, den Auto-Upload rausnehmen, sonst RIP. Sonst könnt ihr den nicht immer wieder laden. So habe ich es ja auch gemacht mit den drei Enden. Insgesamt vier Enden. Ich habe es jetzt trotzdem dran geschnitten, nur so. Falls ihr euch dann wundert, weil ich zuerst noch sage, ich schneide es nicht rein, weil es irgendwie nicht da reinpasst. Aber ich dachte mir, ja, komm. Einmal storytechnisch mache ich den Scheiß und einmal nicht. Aber ich finde das Shura-Ende schon fast das Heftigere, muss ich sagen. Und ihr seht, wo ich hier stehe. So. Jetzt etwa hier, dann abspringen und dann. Aha. Nein! Ich bin einfach ein Depp, ne? Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tödelü. Also besser gesagt, bis zum Schnitt. So, meine Freunde, ich bin jetzt hier festgebackt, Freunde. Also das heißt, ich komme hier gar nicht mehr weg. Also gut, weg schon. Jetzt bin ich endlich im Schnitt, wo ich hier angekommen bin. Weil ich habe es einmal ins Wasser geschafft. Und das geht dann so. Jetzt runtertauchen. So. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Scheiß finden. So, noch ein bisschen runter. Jetzt, wo ist er durchgeschwommen? Ich hab's auf, nämlich, ne?
Weil ich habe sogar mit dem Ding runtergeschaltet. Ihr müsst wirklich wissen, wann ihr springen müsst. So, ja, da sind wir jetzt. Gerade in diesem Holzbalken drinne. Und dann ist er irgendwie hier durch. So. Und dann ist er irgendwie da reingeschwommen. Ach, scheiße. Das ist ja mal ganz kacke. Zum Glück kann ich das runterladen. Ja, dann kann ich euch zeigen, dass das gar nicht mal so schwierig ist, wenn man es mal gecheckt hat. Finde ich ja mal ziemlich nice. Ziemlich awesome. Awesome des größten Peinigers. Ja, und vor allem so verliert ihr auch kein Leben. So, und dann einfach das Spiel verlassen, okay. Ich muss da vielleicht den Ton noch runterschalten. So. So, wenn ich genau das Bild hier habe, was ich bei ihm sehe, dann werde ich da weitermachen. Vorher nicht. Ohne Spaß, Mann. Ja, ich will es mit euch, ich will es euch wirklich zeigen und mit euch machen, weil das, was der hier fabriziert hat, ist einfach geisteskrank. Vor allem, wer kommt auf so einen Scheiß? Wer kommt auf sowas? Das ist wie bei Pokémon damals bei Darkrai und weiß der Geier, Mann, wo man so viele Schritte in absoluter Dunkelheit gehen muss. Man sieht nur noch den Charakter, aber weiß nicht genau wie. Wenn man es falsch macht, kommt man einfach mal am Arsch vorbei. Nein. So. So, ich hoffe, das war ungefähr richtig. Werde ich gleich feststellen, wenn ich an derselben Stelle wieder rauskomme. Oh Gott. Ohne Spaß, jetzt mache ich alles blind, wa? Also ich gucke ihm zwar zu, aber sieht mir doch ein bisschen anders aus als bei ihm. Es ist einfach durch die Wand gegangen und hat genau das gemacht, was ich jetzt gemacht habe. Ich bin jetzt so gespannt, ob ich bei ihm genau, also dass ich genau richtig rauskomme wie bei ihm gerade. Aha, und jetzt? Aha. Ich habe mich irgendwie verfangen hier. Hallo. Ah.
Den Typen sehe ich da nicht. Also ich kann es jederzeit resetten, wa? Irgendwie bin ich hier falsch, ne? Ja, ist schon an einer ganz anderen Stelle wie ich. Ich möchte einfach gucken, wo sie durchgeht. Oh, goodness. Ihr seht schon leichte Umrisse, wa? Wenn ich jetzt das nochmal mache? Ich habe keine Ahnung, wo ich dann rauskomme. Aber wir haben den Hauptglitch geschafft, meine Freunde. Wir haben ihn. Ja, moin. Ich glaube, wir sind gerade an einer Stelle angelangt, wo wir nicht sein sollten, wa? Gut, machen wir das nochmal. Oh Gott, vor allem, dass man sich da auch nicht verläuft, also nicht verschwimmt, Mann. Das ist ja unglaublich heftig. Also wie gesagt, ich verlinke euch den Dude definitiv, weil was der gemacht hat, ist einfach krank. Weil ihr müsst genau wissen, wo ihr durch müsst. Alles andere ist sinnlos. Zum Glück habt ihr hier ein Safe State, weil sonst wärt ihr nicht mehr zurückgekommen. No? Also, definitiv. Fähigkeiten des Shinobis, die sind technisch. Schnauze. Bildhauer. Übersprung. Aha. Ich glaube, dann hätte ich meinen Spielstand direkt rippen können. Aber so. Ach so, da ist der Scheiß. So. Nochmal. Komm. Ja, und wenn es halt nicht geht, wie gesagt, ist kein Beinbruch. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Und das macht ultra Fun eigentlich. Mal sich durch das Ganze zu glitschen.
Aber spätestens beim Senpo-Tempel geht's für mich nicht mehr weiter. Muss ich sagen. Jetzt will ich sehen, wo er durchgeht. Sonst mache ich hier keinen Meter mehr. Hä? Wir sind voll, völlig weggebackt, ey. Hier ist unser Fuß und so. Ist das echt krank, ey. Einfach runter, oder wie? Hä? Also, das sehe ich gerade nicht ein. Weil es kann nicht sein, dass ich sterbe wegen sowas. Außerdem bin ich jetzt sowieso ein bisschen verwundert. Gerade. Ich hoffe, ich sterbe nicht gerade während der Animation, weil ja klar, ich kann es schon wieder gerade biegen, aber würde jetzt wieder heißen, nochmal abschalten, wieder anmachen, wie auch immer. Also hier fängt es erst richtig an, tricky zu werden. Weil ihr müsst zuerst mal zum Brüllaffen und dann müsst ihr weiter zum, zum Kongo-Ding. Ach, herrje. Na gut, wir sehen uns entweder im nächsten Ding oder, also beim nächsten Cut oder gar nicht mehr, meine Freunde. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit, bei ihm mal reinzugucken, weil das, wie gesagt, ein richtig geiler Guide und richtig geiler Run gewesen. Schon nur ihm zuzugucken war echt nice, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns eventuell wieder. In einem weiteren Guide-Video oder eben im nächsten Schnitt. Tüdelü.